gesagt, auch wir finden es nicht selbstverständlich, dass wir Sie hier heute in diesem Museum begrüßen dürfen zu einem Ausstellungsthema, welches nicht selbstverständlich in einem Museum für Kunst und Gestaltung stattfindet. Wir begrüßen Sie also recht herzlich zur Ausstellung Endstation Meer, hier heute zum Thema Plastikprojekt. Mein Name ist Cordula Fiet. Ich arbeite hauptberuflich in einem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung und beschäftige mich da mit dem Thema Umwelterziehung und Klimaschutz an Schulen. Hier heute dabei sind Frau Stefanie Werner vom Umweltbundesamt, Herr Dr. Kim Detloff vom Naturschutzbund Deutschland. Ich wollte sagen, Dr. Onno Groß, der würde gleich dort auf dem Stuhl Platz nehmen, wenn er angekommen ist. Der steht gerade im Stau, also der wird sich auf den Weg machen. Er vertritt Deep Wave, das ist ein Verein. Und begrüßen darf ich Ralf Schneider. Er ist der Kopf eines Netzwerkes, welches sich nennt Open H2O. Und was sich dahinter verbirgt, werden Sie gleich noch im Rahmen der Diskussion uns näher erläutern. Ja, ich habe für den heutigen Abend, für diese Moderationsrunde, einen ganz persönlichen Einstieg gewählt und möchte den beginnen mit dem Satz, ich dachte, das Problem wäre eigentlich gelöst. Denken Sie sich zurück, so in die Mitte der 80er Jahre. Ich glaube, viele sind hier, da sind die noch ziemlich klein gewesen. Ich war zu der Zeit Studentin in Göttingen und habe während meines Studiums ein Praktikum gemacht auf Sylt und habe dort bei der Schutzstation Wattenmeer in Hörnum das erste Mal Kontakt bekommen mit dem Thema Müllfunde am wunderschönen Sylter Strand, Nordseestrand. Wir haben damals also mit dem Monitoring begonnen, wo Frau Werner heute dran arbeitet, haben also Müllfunde aufgenommen und kartiert. Kurze Zeit später auf Amrum habe ich beim Verein J. Sand gearbeitet. Dort gab es auf Amrum eine ganz tolle Aktion, die hieß nämlich, wir verkaufen hier überhaupt keine Plastiktüten mehr, bei uns gibt es nur Stoffbeutel und es gab dazu auf der Nachbarinsel den Föhrer Doseneid. Es sollten keine Dosen mehr auf Föhr verkauft werden. Das war also eine Stimmung in der Zeit, wo relativ viel im Umweltschutz passierte und danach würde ich jetzt einfach vielleicht doch noch ergänzen wollen, Helgoland war damals die als Hochseeinsel eine Ausgangsstation für Wissenschaftler, die sich mit dem Müllproblem etwas intensiver beschäftigt haben und da ein bisschen so die Stelle gewesen sind, wo das Thema Müll und welche Auswirkungen hat Müll im Meer auf Tiere und Pflanzen und Menschen begann. Danach kam dann so etwas, wo Frau Werner gleich noch viel zu sagen könnte, Marpol, Helcom, OSPA, Abfallrahmenrichtlinie, Grüner Punkt, Hamburger Wertstoffordnung, EU-Meeresumweltstrategie und. Man kann sagen, 20 Jahre beschäftigte ich mich mit dem Problem eigentlich nicht mehr wirklich, sondern dachte, alles ist auf einem guten Weg. Ja, dann war ich letztes Jahr im Oktober auf Schahörn, das ist eine kleine Nordseeinsel neben Neuwerk, liegt im hamburgischen Nationalpark Wattenmeer und dort gibt es Menschen, die sammeln immer noch Müll auf einer bestimmten Strecke und plötzlich war ich mit dem Thema wurde ich konfrontiert mit dem Thema, weil unglaublich viele Mengen an Müll auf dieser Nordseeinsel zu finden waren. Es ging weiter mit Helgoland und Bastölpel, die an Netzen hängen und damit weiter, dass wir ein Schulprojekt gemacht haben zum Thema Umgang mit Müll und feststellten, auch in Schulen ist es nicht selbstverständlich, mit dem Thema Abfall so umzugehen, wie man das eigentlich nach der Hamburger Wertstoffordnung sich vorstellen wollte. Und dann kam diese wunderbare Idee mit der heutigen Ausstellung und ich habe gedacht, irgendwie ist das ein Zeitsprung, der passiert ist. Diese Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema in einer Art und Weise, wo ich mittlerweile sagen würde, das Problem ist alles andere als gelöst, sondern wir haben ein richtiges Problem, wir sehen nur vieles von dem nicht und nehmen vielleicht durch diese Ausstellung nochmal besonders wahr, wie bedrohlich und welche Dramatik auch mit dem Thema verbunden ist. Ich würde gerne damit die Gäste auch etwas davon wissen, wie Sie heute hier sind,
drei kurze Fragen an das Publikum stellen und Sie einfach bitten, durch ein Handzeichen zu sagen, ja, so ist das bei mir. Also Sie sind heute hier auf dieser Veranstaltung, um erstmalig etwas über das Thema Müll in Meeren zu hören. Okay. Ich bin heute hier, weil ich mich hin und wieder mit dem Thema schon beschäftige und mich heute ein bisschen updaten möchte. Okay, das ist die interessierte Gruppe. Und dann die letzte Gruppe. Ja, ich bin heute hier, weil ich Experte bin und mich schon seit Jahren mit diesem Thema beschäftige. Da trauen sich aber einige nicht, weil ich weiß auf jeden Fall, es gibt hier einige Experten unter dem Publikum. Okay, so zwei, drei sehe ich. Also wir werden von daher hoffentlich in unserer Diskussionsveranstaltung Sie updaten können und vielleicht von den Experten auch noch das ein oder andere dazuhören. Wir wollen uns heute also beschäftigen mit dem Thema, welche Auswirkungen haben die Abfallberge im Meer, und wollen das in der Art und Weise machen, dass wir in zwei sachlichen Blöcken diskutieren. Der erste Block wird sein: Wo ist eigentlich das Problem und welche Auswirkungen hat der Plastikmüll eigentlich auf Tiere und auf Menschen? Und der zweite Block wird sein: Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir eigentlich in der Politik, in der Gesellschaft, als NGO, als Wissenschaftler, als Entwickler, als Verwaltungsperson, und welche Möglichkeiten hat jeder und jede Einzelne? Das Plenum hat nach beiden Blöcken oder während beider Blöcke die Möglichkeit mitzudiskutieren, und da freuen wir uns schon auf Ihre Fragen. Ja. Steigen wir ein, und steigen wir so ein, dass ich die Gäste bitte zu sagen, was haben Sie persönlich mit dem Thema Müllberge im Meer zu tun? Sie entscheiden selber, wie Sie antworten mögen. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit Frau Werner anfangen. Frau Werner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Umweltbundesamt, der Fachbehörde für Umweltfragen. Ja, genau. Auch in meiner Behörde höre ich immer, das Thema ist doch gelöst, und muss mich dann mit meinen eigenen Kollegen natürlich damit auseinandersetzen, dass es aus unserer Perspektive nicht so ist. Ja, ich bin Geografin, Biologin, auch Publizistik studiert, war danach in der Walforschung und Delfinforschung etliche Jahre und dann im Umweltschutz hier in Hamburg ein paar Jahre tätig. Bin jetzt am Uber, war vorher, aber auch jetzt viel auf See unterwegs und habe das Thema eben draußen oft sehen, erleben müssen, gerade was es eben mit den Tieren draußen in der Meeresumwelt macht. Und die Meere sind ohnehin stark übernutzt, Thema Überfischung. Meere sind extrem überfischt. Bis 2048 wird prognostiziert, dass alle kommerziellen genutzten Bestände zusammengebrochen sein werden. Und dann als Sekundäreffekt zu sehen, dass ein Thema wie Müll, was ja eigentlich keine direkte Nutzung des Meeres ist, dann auch noch zusätzlich so viel Leid anrichtet, war für mich auf jeden Fall ein Triebfeder, mich damit zu beschäftigen. Ja, vielen Dank, Frau Werner. Herr Dr. Detloff, was haben Sie persönlich mit dem Thema zu tun? Jetzt schaue ich mal, ob ich angeschaltet bin. Ja, ja, also ich beschäftige mich seit 2009 ganz intensiv mit dem Thema Müll im Meer. Und das ging einher mit meinem Start als Referent für Meeresschutz beim NABU in Berlin. Und wir überlegten uns damals irgendwie, was wir uns für Arbeitsfelder aussuchen wollen, um auch nicht mit anderen Verbänden wettzueifern irgendwie um die Themen. Und da sagten wir auch, das fiel uns damals auch auf, als wir schauten, was spielt alles im Meer eine Rolle, dass das Thema Müll im Meer durchaus bekannt ist, aber doch immer so ein Nischendasein gefristet hat hinter den großen anderen Problemen, Überfischung oder Verklappung von Atommüll oder Eutrophierung, also Nährstoffphänomene im Meer. Und damals haben wir uns entschieden, uns näher mit dem Thema zu beschäftigen, und haben dann 2010 das Projekt Meere ohne Plastik ins Leben gerufen, gefördert von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt. Und im Rahmen dieses Projektes haben wir eben ganz unterschiedliche Initiativen gestartet, über Fishing for Litter und Spülsaummonitoring und Informationsveranstaltungen. Und seitdem ist das so ein Schwerpunkt meiner eigenen Meeresschutzarbeit. Wenn ich einen Schritt zurückgehe noch, dann muss ich sagen, ich bin begeisterter Wassersportler, Taucher seit bald 20 Jahren. Und ich erinnere mich an bestimmte Gebiete auf der Welt, im Roten Meer oder im Mittelmeer, da ist es schon schwer, einen Tauchgang zu machen, ohne auf Müll zu treffen.
Also insofern bin ich auch dort berührt. Und abschließen will ich damit, dass vor kurzem ein Journalist mal die interessante Verknüpfung herstellte. Der fragte mich nach meinem wissenschaftlichen Ursprung, was habe ich gemacht, bevor ich im Naturschutz war. Und dort habe ich mich im Mittelmeer mit Putzersymbiosen, mit Putzerfischen beschäftigt. Und der sagte, dann ist doch klar, dass du dich heute um Müll in den Meeren kümmerst. Und insofern ist das vielleicht der eigentliche Ursprung. Ja, schön. Ist doch immer interessant zu wissen, wie Menschen zu ihren Themen kommen. Und deswegen würden wir jetzt auch noch das gerne von Herrn Groß erfahren, Entschuldigung, von Herrn Schneider erfahren, der von der Initiative Open H2O kommt. Genau. Schönen guten Abend. Ich finde es auch schön, also dieses, ich dachte, wir hätten das Problem gelöst. Also ich kann mich noch daran erinnern an die 80er Jahre, da war ich glaube ich dann so. Und dann waren wir irgendwie in Frankreich und dann sah man da auch überall Teer und so weiter. Wie bin ich hingekommen? Ich arbeite heute hauptberuflich für ein Unternehmen, nämlich Biomaterial Science, also ein Kunststoffhersteller, jemand, der Polycarbonat und Polyurethan herstellt. Und im Jahre 2009 war ich Innovationsmanager dort. Das heißt, sich Gedanken zu machen, wie wird der Mensch in Zukunft leben? Wie wird er im Jahre 2030, 2040, 2050 leben? Wie wird er Konsum haben? Wie wird es eigentlich da aussehen? Und dann dieses Dilemma zu sehen, Klimawandel, Konsum, Materialien, die einen gewissen Nutzen haben und dann draußen zu sehen auf einmal, dass dann auch Produkte später dann irgendetwas dann tun, was keiner von uns irgendwo sich gedacht hat und keiner irgendwie Lust drauf hat, das zu sehen. Und ich hatte damals zum Glück nochmal dann 2010 dann die Möglichkeit, ein zweites Diplom zu machen, nämlich Design. Und habe mich dann damit nochmal intensiver auseinandergesetzt mit dem Thema. Und seitdem ist das so zu meinem Steckenpferd geworden. Das heißt, neben meiner Arbeit bei Bayer arbeite ich dann noch abends und arbeite auch bei Bayer noch nebenher noch an dem Thema. Und seit letztem Jahr bin ich eigentlich dann auch, haben wir dieses Thema Open H2O gegründet. Das ist eine offene Forschergemeinschaft. Das heißt, da sind jetzt nicht nur Leute von Bayer dabei, sondern das sind ganz unterschiedliche Menschen rund um die Welt, die gesagt haben, Technologie könnte einen Anteil, könnte einen Beitrag liefern, um einerseits das Problem zu untersuchen und gleichzeitig vielleicht auch Zukunftsmusik auch dann daraus vielleicht etwas herauszuholen. Aber das halt nur, wenn es ökologisch auch wirklich machbar ist. Okay, vielen Dank. Also im Sinne von, wie gehen wir mit den Müllbergen um? Ja. Okay. Gut, da kommen wir auf jeden Fall ja unter dem zum Themenblock Handlungsfelder. Was können wir eigentlich tun? Genau. Wieder drauf zurück. Ja, Sie sehen, wir haben ja eine bunte Runde. Wenn Herr Groß noch dazukommt, das ist ein weiterer Vertreter einer Meeresschutzorganisation. Und ich habe den Eindruck, das sind alles Menschen hier oben, die wissen, worüber sie reden. Wir fangen an mit dem Thema Sachstand. Also wenn Sie durch die Ausstellung gegangen sind oder sich hin und wieder mit dem Thema ja beschäftigen, wissen Sie, dass mittlerweile ungeheure Mengen an Plastikmüll in den Meeren ist. Und dazu würde ich gerne Frau Werner und auch Herrn Detloff bitten, uns nochmal einen Eindruck zu vermitteln. Wie groß ist dieses Problem eigentlich? Ist das ein Nischenproblem oder ist das ein größeres Problem, was wir nur nicht wahrnehmen, weil wir nicht in den Meeren unterwegs sind? Also wie ist das Problem eigentlich? Ja, man kann eigentlich sagen, dass das Problem in allen Meeren da ist. Wir haben in einigen Meeren eine bessere Datenlage, wie im Nordostatlantik, wo sehr lange schon ein Spülsurmonitoring läuft, oder auch im Mittelmeer, wo schon ein regionaler Aktionsplan auf dem Weg ist. In anderen Meeren wie der Ostsee oder dem Schwarzen Meer ist die Datenlage etwas schlechter. Wissen tun wir aber, es ist in allen Meeren ein großes Problem. Es wird nicht weniger, ganz im Gegenteil, eher mehr. Der Qualitätszustandsbericht von OSPA 2010 hat gezeigt, dass die Mengen, die an den Stränden detektiert werden, nach wie vor steigen. Wir haben 712 Müllteile pro 100 Meter Küstenlinie im Durchschnitt. Das müssen wir uns jetzt nochmal in Ruhe anhören. Wie viel? 712 Müllteile pro 100 Meter Küstenlinie. Okay. Es gibt eine Zahl von UNEP, wir haben 13.000 Plastikpartikel pro Quadratkilometer Meeresoberfläche. Man kann das dann auch, Zahlen sind immer nüchtern, aber sagen es wahrscheinlich am besten. Wir wissen von 136 Marienarten, dass sie sich regelmäßig strangulieren in Müll. Wir wissen, dass fast alle Arten, die Hälfte aller Walarten, alle Meeresschildkrötenarten ein Problem damit haben, dass sie Müll regelmäßig verschlucken, sich dadurch innerlich verletzen, teilweise verhungern mit vollem Magen. Das Thema ist allumfassend.
Und wenn wir uns diese Müllmengen jetzt vor Augen holen, habe ich eine Zahl gelesen, dass jährlich 6,4 Millionen Tonnen Plastik in die Meere gelangt. Und dass das, wenn man diesen Müll ausbreiten würde, entspräche das einer Fläche von, ich glaube, das, die anderthalb Fläche von anderthalbmalige Fläche von Deutschland. Ist das so? Die Zahl habe ich jetzt noch nicht gehört. Die 6,4 Millionen Tonnen sind richtig, aber das ist Müll. Das ist eine relativ alte Zahl schon, irgendwie die aus den 90er Jahren stammt, von der US Academy of Science. Die haben mal versucht hochzurechnen, irgendwie, wie viel Müll wo jährlich in die Meere gelangt. Und das sind 6,4 Millionen Tonnen Müll. Und wenn man dann ungefähr wissen möchte, wie viel Plastik ist dabei, dann sagt man immer so Pi mal Daumen, 3/4 des Mülls im Meer sind Plastik. Aber das sind wirklich ganz globale Schätzungen, die wir selbst immer mal wieder verwenden, aber die natürlich nicht unbedingt wissenschaftlich untermauert sind. Man muss da ein bisschen vorsichtig mit sein, aber sie beschreiben sehr gut eben das Ausmaß. Und das ist eben wichtig auch, dass man sieht, das ist kein Nischenproblem oder ein lokales Problem, sondern wirklich ein globales ökologisches Problem der Meere. Und ich glaube, das sagen diese Zahlen ganz gut. Es gibt eine Zahl aus der Nordsee, 20.000 Tonnen zum Beispiel. Regional hat man so Vorstellungen, was da alles im Meer landet. Aber wie gesagt, auch da muss sicherlich noch Arbeit aufgebracht werden, wie meine Kollegin sagte, um eben wirklich flächendeckend diese Zahlen zu haben und flächendeckend Belastung auch messbar zu machen. Und das versucht ja gerade die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie in Europa zumindest auch zu gewährleisten. Vielleicht noch ein Einwurf, also vielleicht ist es auch besser, auf die Produktionszahlen zu gucken. 230 Millionen Tonnen werden jährlich produziert, 65 Millionen davon alleine in Europa. Deutschland ist mit Italien der Kunststoffproduzent im europäischen Rahmen. Und man geht so schätzungsweise davon aus, dass 10% davon im Meer landen. 640.000 Tonnen alleine Fischerei assoziierter Müll, der dann für also das Leid der Meereslebewesen verantwortlich ist. Also riesige Mengen, die da sind und die vor allen Dingen ja von der Entwicklung her nicht abnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern jährlich werden größere Mengen eingetragen. Stimmt das? Das ist schwierig. Wie gesagt, wir wissen nur, es wird immer mehr, aber es wird natürlich auch immer mehr, weil sich Plastik eben nicht zersetzt. Es reichert sich an, es akkumuliert sich, es konzentriert sich. Aber ob der Zustrom praktisch immer mehr wird, das können wir nur vermuten. Wie gesagt, in bestimmten Regionen ist das naheliegend. In Europa, denke ich mal, wir rühmen uns ja immer irgendwie, dass wir immer besser werden mit Stoffkreisläufen und Recyclingquoten. Irgendwie bei uns ist es, hoffe ich mal, leicht abnehmend. Also wenn ich zum Beispiel mit Fischern spreche, die im Rahmen unseres Fishing for Litter Projektes mitarbeiten, dann sagen die mir zum Beispiel, besonders schlimm in der Ostsee war es nach der Grenzöffnung. Also der Ostblock, sage ich jetzt einfach mal so, zusammenbrach und viel Transporte von Gütern, von Autos in den Osten aufgenommen worden. Damals wurde noch mehr Müll in der Ostsee illegal entsorgt. Das hat zum Beispiel abgenommen. Das ist aber auch nur ein Punkt und ein Eintragsweg. Ich glaube, es ist schwer, da zu pauschalisieren und das allgemein zu sagen, ob es weniger oder mehr wird. Okay, jetzt würde ich kurz unterbrechen und Herrn Dr. Groß begrüßen. Sie kommen von einer Meeresschutzorganisation, die, glaube ich, hier in Hamburg ihren Sitz hat, Deep Wave e.V. Wir sind schon etwas eingestiegen. Es gab eine Einstiegsfrage an die Gäste und die würde ich Ihnen jetzt auch gerne stellen. Was haben Sie persönlich mit diesem Thema Müllberge in den Meeren zu tun? Ja, guten Abend. Erstmal, meine Damen und Herren, Entschuldigung, die Verspätung des Verkehrs hat mich aufgehalten. Ganz persönlich führt es sozusagen zu einer Gründung eines neuen Vereins, nämlich des Vereins Deep Wave. Ich selber bin von Haus aus Meeresbiologe, habe das in Hamburg und Tübingen studiert. Und auf einer Expedition mit einem Forschungsschiff, mit einem Meteor, waren wir unterwegs im Golf von Torrent im Mittelmeer mit einem Videoschlitten. Damit macht man also Fotos von den Bentos, von den Tieren auf dem Meeresboden in 1000, 2000 Meter Tiefe. Und wir hatten das Problem, dass wir gar keine Fotos machen konnten, weil die vielen Plastiktüten, die dort in den Meeresströmungen unterwegs waren, aus der Bucht von Venedig und dann in die Tiefsee abgedriftet sind, die haben also ständig unsere Kameras verklebt und wir konnten sozusagen das gar nicht mehr analysieren als Biologen, was da unten lebt. Wir haben dann auch die verrücktesten Sachen gefunden, Scheckkarten und ich weiß nicht was, Orangenschalen, also alles, was so aus Kreuzfahrtschiffen mal so runterfällt, ins blaue Regal, wie man so schön sagt.
Also das war sicherlich eins für mich als Biologe ein einschlägiges Ergebnis, dass es nicht nur etwas ist, was am Strand ist, was wir kennen, sondern dass es ubiquitär überall auf der Welt vorkommt. Und mit den Tauchrobotern haben jetzt mittlerweile auch die Forscher vom AWI, vom Alfred-Wegener-Institut herausgefunden, dass es eben halt auch zunimmt in der Gegend von Spitzbergen, also in der Arktis, eigentlich in Bereichen, wo man denken würde, da könnte es eigentlich gar nicht hinkommen, aber es ist überall da. Insofern, das war ein persönliches Erlebnis, was mich jetzt bewegt hat, nicht nur den Verein Deep Wave zu gründen. Wir sind, die Kollegen haben es sicherlich schon erzählt, alle daran interessiert, dass wir saubere Meere haben, und im Verband sind wir ja auch da aktiv. Dankeschön, ja. Wir wollen in zwei Blöcken diskutieren. Der erste Block ist Sachstand, so wie ist eigentlich die Sachlage und welche Auswirkungen haben diese Müllmengen in den Meeren auf Tiere und auf Menschen? Und im zweiten Block dann zu den Handlungsmöglichkeiten kommen, also welche politischen, gesellschaftlichen, entwicklungstechnischen und persönlichen Handlungsmöglichkeiten haben wir eigentlich. Wir sind in der ersten Phase, und beim Sachstand, finde ich, da gehört auch diese Frage dazu, wo kommt der ganze Plastikmüll eigentlich her? Und den wir jetzt in großen Mengen, nicht jetzt, sondern den wir in großen Mengen vorfinden. Wo kommt der her? Wer ist Hauptverursacher? Ich würde, ja, mögen... Wen möchten Sie, wen gucken Sie an? Fangen Sie doch gerne an. Auch wieder eine globale Zahl der Vereinten Nationen, 80% des Mülls kommt wahrscheinlich von Land. Das wurde regional bestätigt, zum Beispiel von Australien oder von einzelnen südostasiatischen Ländern. Also 80% von Land eingetragen, über die Flüsse eingetragen, aber auch über uns, über Touristen und Wassersportler eingetragen, über illegale Deponien oder auch über Verwehung wie von Deponien. Es gibt diese 10%-Zahl, die man ungefähr auch der Fischerei zuordnet. Und regional spielt natürlich auch die internationale Seeschifffahrt eine entscheidende Rolle. Denn viele, viele Seeschiffe, obwohl verboten, entsorgen eben gerade auch Plastikmüll immer noch illegal im Meer. Denn Kontrollen und Sanktionen sind eben in den Weltmeeren sehr schwierig. Und dann kommt noch hinzu, überall, wo Menschen aktiv sind, wird Müll produziert. Und dort wird überall nicht umweltverträglich damit umgegangen. Also Aquakulturen, Ölplattformen, wie gesagt, all das spielt eine Rolle. Also es gibt diffuse Eintragswege. Frau Werner? Aber man muss wirklich sagen, dass es große regionale Unterschiede gibt. In der südlichen Nordsee beispielsweise ist es wahrscheinlich dann doch die Schifffahrt und die Fischerei in erster Linie. Und da hilft uns momentan ein Instrument, was wir über die EU-Rechtgebung an die Hand bekommen haben, die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, die momentan von den Mitgliedstaaten verlangt, ihre Meeresgewässer hinsichtlich der wichtigsten Belastungsfaktoren zu bewerten. Und darüber bekommen wir gerade eine relativ gute Vorstellung der Eintragsquellen und müssen dann auch regional verschieden und differenziert agieren. Und ich denke, diese regionalen Unterschiede, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir hier zum Beispiel, das war auf Schahörn so, uns den Müll angucken, dann ist er eben nicht überwiegend aus den Flüssen kommend, sondern dann ist er überwiegend aus der Schifffahrt und aus der Fischerei kommt. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn wir uns in Meeresbereiche begeben, die nicht im europäischen Kontext und nicht in Nordsee und Ostsee sind. Da haben wir dann eben, wenn ich das richtig verstehe, einen bis zu 80-prozentigen Weg des Abfalls in die Meere über Flüsse und über Land. Ja. Richtig, es gibt diese großen regionalen Unterschiede. Global betrachtet sind es die 80% und einzelne Regionen bestätigen das auch für ihre Küsten zum Beispiel. Weil wenn ich hier in Hamburg lebe und umsetze, was hier nach der Hamburger Wertstoffordnung vorgegeben ist, dann habe ich 4 Fraktionen, in die trenne ich meinen Müll. Dann geht der gelbe sogenannte Wertstoffmüll in die Verwertung, in die thermische oder sonstige Verwertung. Und das landet dann ja eigentlich nicht in den Flüssen und in den Meeren, oder? Also beispielsweise würde man ja denken, die Klärwerke fangen viel ab, was sicherlich auch so ist. Aber wie uns zum Beispiel Befunde aus dem niedersächsischen Wattenmeer aktuell sagen, gehen Textilfasern raus, die werden nicht über diese Klärwerke rausgefiltert, bis zu 1900, das ist eine Zahl hier aus dem Museum, ja, ich kenne die Zahl von 1500, Fasern pro Waschgang, Kunststofffasern gehen in die Meeresumwelt. Dann gesellt sich dazu granuläres Material aus Peelings, aus Zahnpasten. Sehr viele Zahnpasten verwenden mittlerweile Mikroplastik. Auch das wird nicht abgefangen. Das finden wir dann in den Robbenfäßes, also im Kot der Robben, in Riesenmengen wieder.
in Mägen von Fischen, Heringsmägen, Sprottenmägen. Sprotten werden mit Eingeweiden gegessen, also dann irgendwann auch auf unserem Teller. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, heißt das, das ist zwar wunderbar, wenn wir unseren Müll trennen und den Abfall dann in die gelbe Wertstofftonne geben, das machen wir dann schon richtig. Gleichzeitig haben wir aber darüber, dass wir Kunststofffasern tragen und Kosmetika benutzen, einen weiteren Weg von Plastikpartikel, nämlich über die Kanalisation quasi in die Meere hinein. Ist das so? Das ist so. Also man muss unterscheiden, ja, ich will jetzt nicht zu viel sprechen, zwischen Plastik, was sich zersetzt und Plastik, was direkt klein als Mikroplastik eingetragen sind, verschiedene Eintragsquellen. Also sehr komplex. Mhm. Okay. Zum Sachstand gehört auch ein bisschen dann nochmal zu gucken, gibt es Orte, wo wir diese Müllmengen besonders antreffen? Möchten Sie vielleicht, Herr Groß, was dazu sagen? Ich weiß nicht, wurde schon über die Müllstrudel gesprochen? Haben wir noch nicht. Haben Sie noch nicht, deswegen fragen Sie noch. Ja, in der Tat ist das Problem besonders sichtbar an Bereichen, in denen Meeresströmungen dieses Material, das Schwimmnetz zumindest, in größeren Bereichen, also in großen Mengen zusammentragen. Diese Vortex, diese Müllstrudel, die gibt es 5 oder 6, wahrscheinlich. Wie heißen die, Entschuldigung? Man kann sie die Müllstrudel nennen, die Müllteppiche, Müllinseln vielleicht sogar. Denn man hat festgestellt, dass da also sehr, sehr, sehr viele Teile schwimmen. Sie sind vom Satellit nicht zu sehen, weil es ist nicht nur an der Oberfläche, sondern in den ersten 20, 30 Meter treiben also konzentriert diese Teile dort auf Jahrzehnte, muss man sogar sagen. Zum Beispiel im Pazifik, in der Nähe von Hawaii, nördlich von Hawaii. Man weiß auch, dass es ungefähr 25 Jahre dauert, bis das Plastik wieder aus diesen Müllstrudeln hinaus katapultiert wird durch die Meeresströmung, um das mal so zu sagen. Denn an Beachfunden, also an Strandfunden in Amerika, da gibt es viele, die da aktiv sind, die haben mal geguckt, was finden wir alles. Und dann haben sie eben von Kellogg's, das ist also Cornflakes-Firma, da sind wir so bei, in den 50er Jahren so kleine Cowboys und so weiter dabei gewesen, die man orten kann, aus welchem Jahr sie kommen. Und die wurden dann auf einmal im Jahre 2011 dort angespült. Also das war so, dass das Plastikmännchen eben halt dann die 25 Jahre, 26 Jahre und länger in diesem Müllstrudel verfangen ist. Sich hat und dann wurde es irgendwann wieder an den Strand gespült. Also wir haben dort angesammelt über die letzten 50 Jahre eben, man schätzt 100 Millionen Tonnen Plastik in den Meeren und konzentrieren tun sich in diesen Müllstrudel. Und sie sind so hoch konzentriert, dass es dann mehr Plastik gibt als Biomasse, also mehr als Plankton. Wie groß sind diese Müllstrudel? Ja, sie sind eben halt nicht so, dass man mit einem schönen Schiff mal hinfahren kann, aber wir kommen da vielleicht noch zu und das alles rausfischen kann, das ist unenergetisch, aber über hunderte von Kilometer Durchmesser, wenn nicht sogar mehr. Also ich habe eine Zahl gelesen, dass der östliche Abfallstrudel 4-mal größer sei als Deutschland. Können Sie das bestätigen? Ja, genau, es wird immer gesagt, so groß wie Mitteleuropa oder die Amerikaner sagen 2-mal Texas, also... Ja, ich meine, das sind ja unglaubliche Dimensionen, wenn man sich das mal vor Augen holt. Also eine Größe Deutschlands, das 4-mal, auch wenn die Weltmeere natürlich riesig sind, aber ich denke, es ist trotzdem eine große Fläche, oder? Es ist riesig, aber wie gesagt, wie der Onno Groß irgendwie jetzt eben schon gesagt hat, es ist eben nicht so, wie gesagt, es kursierten ja die größten Mythen in den Medien, wie gesagt, über Satelliten sehen, vom Mond sehen. Dann fragt natürlich die Leute zu Recht, warum fahren wir nicht rein und fischen ab. Es ist eben wirklich so, es ist eine verhältnismäßige Konzentration, die sich wirklich in den oberen Wasserschichten bewegt und man kann durchaus durch diesen Strudel auch durchsegeln und sieht mal nichts. Also wie gesagt, deshalb, es ist ein riesiges Areal, aber das ist eben das Areal dieser zyklischen Meeresströmung, die eben konzentriert und es ist mit bloßem Auge eben nicht zu erkennen. Sind ja auch plus die Akkumulationen. Dennoch gibt es eben keinen Quadratkilometer mehr, wo man nichts findet. Das ist dann wiederum das andere Extrem. Und 70% sinken ab. Das sind überhaupt nur 15% an der Meeresoberfläche. Also man muss das dann, im Mittelmeer gibt es wohl in der Tiefsee Riesenberge Plastikflaschen, die dort auch detektiert wurden durch IFREMER. Ja. Also riesige Berge Plastikflaschen im Mittelmeer. Das heißt, dort hat die Abfallrahmenrichtlinie von der EU zu spät gegriffen oder gar nicht gegriffen. Also wir waren zum Beispiel letztes Jahr auf Mallorca, haben in der Tat Wasser gekauft. Wir konnten es nicht in Glasflaschen kaufen, haben es in
PET-Flaschen gekauft und haben dann versucht, diese Flaschen irgendwo hinzubringen. Es gab aber kein Sammelsystem und haben sie dann gesondert in unserer Ferienwohnung zum Restmüll gestellt. Und dann sahen wir aber, wie die Reinigungskräfte ganz fröhlich alles zusammenwarfen und es überhaupt keine Trennung gab. Also von daher denke ich mir auch mittlerweile, ja, unsere EU-Abfallrahmenrichtlinie scheint das Problem noch nicht gelöst zu haben. Zu dem Thema kommen wir ja später, also zu dem Thema, was können wir eigentlich tun oder wie wirkungsvoll sind unsere Instrumente. Wenn wir nochmal gucken jetzt auf diese Fragestellung, welche Auswirkungen hat eigentlich der Müll, dann finde ich, sollten wir auch in zwei Richtungen sprechen. Die eine Richtung wäre, welche Auswirkungen hat der Plastikmüll auf Tiere und welche Auswirkungen hat der Plastikmüll, ob nun sichtbar oder unsichtbar, für uns Menschen. Wenn wir mit den Tieren anfangen, denke ich, sind Sie alle vier diejenigen, die etwas dazu sagen können. Frau Werner war in der Wal- und Delfinforschung unterwegs. Herr Dr. Groß ist auf dem Meer unterwegs gewesen. Herr Dr. Detloff hat vom Tauchen selber gesprochen. Wer mag von Ihnen anfangen? Ist immer so ein bisschen schwierig, irgendwie. Wir rangeln uns immer um das Beantworten Ihrer Fragen hier, aber wir können uns da ja abwechseln oder so. Wie gesagt, ich fange mit den ökologischen Auswirkungen an, die eben wirklich vielfältig sind. Und das, was einem dann ins Auge springt, sind natürlich Tiere, die sich in Plastikresten oder insbesondere in alten Fischereinetzen, in Geisternetzen verfangen. Also das sind wirklich die Meeresschildkröten, das sind Meeressäuger, das sind Meeresvögel, das sind aber auch Fische, die sich wirklich in etwas verfangen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt unsere Plastiktüte, wenn ich bei meinem türkischen Lieblingslädchen einkaufen gehe, kriege ich immer diese Plastiktüten. Ich habe nicht immer meinen Stoffbeutel dabei. Und genau, aber die Plastiktüte, die hätte ich gern woanders gehabt jetzt. Genau, es gibt dazu was zu Schildkröten zu sagen, oder? Genau, Sie wissen ja alles schon insofern. Aber das wäre die zweite ökologische Auswirkung gewesen. Nach dem Verheddern ist die Nahrungsverwechslung, und da ist wirklich ein ganz trauriges Beispiel eben, dass Schildkröten, deren Leibspeise eigentlich Quallen sind, Quallen eben ganz regelmäßig oder Plastiktüten mit Quallen verwechseln, diese dann verschlucken und sich strangulieren oder eben auch an Magen-Darm-Verschluss sterben und elendlich dann mit vollem Magen verhungern. Zu den Schildkröten gibt es auch ein Phänomen, wovon ich gerade gehört habe, was ich auch total spannend fand, wusste ich bisher nicht. Wenn Meeresschildkröten ihre Eier ablegen, gibt es mittlerweile Strände, die so durchsetzt sind, dass die Temperatureigenschaften beeinflusst werden. Und die Temperatur des Sandes beeinflusst das Geschlecht des nachschlüpfenden Hatchlings, also dass der kleinen Schildkröte, wodurch es also dazu kommen kann, dass dann sehr viel mehr Mitglieder eines Geschlechts schlüpfen, als eigentlich naturell vorgesehen war. Das ist ja spannend, was die Forschung dann alles rausfindet. Und bei dem Verheddern können wir ja nochmal gucken. Also wen betrifft das beim Verheddern? Also wenn Sie sagen, wir haben bestimmte alte Netze, alte Plastikteile, was passiert mit den Tieren? Ja, ich glaube, die Zahl hatte mal Stefanie Werner vorhin schon genannt. Es gibt, glaube ich, eine US-Studie, die sagt, dass es 136 Arten gibt, die von denen nachgewiesen ist, dass sie sich in alten Netzresten oder Leinen und Tampen verheddern. Und sie werden halt, sie sind nicht mehr mobil. Das heißt, sie würden teilweise, wenn sich die Extremitäten einschnüren oder sogar abschnüren, können sie sich nicht mehr fortbewegen. Sie ertrinken, wir wissen, Meeressäuger sind Luftatmer, die haben Lungen. Das heißt, irgendwie, wenn die in einem Netz am Meeresboden, in einem Geisternetz verfangen sind und nicht mehr auftauchen können, dann ersticken sie einfach. Und um unseren Gästen nochmal einen Eindruck zu geben, wenn Sie sagen, 137 Arten sind betroffen, werden das größere Tiere sein, also Wale, Delfine, Schildkröten, Vögel? Also die sogenannten charismatischen Megaspezies sind natürlich die immer so ins Auge stechen, die auf Fotos auch immer besonders tragisch rüberkommen. Aber natürlich sind auch Fische betroffen, kleinere Meereslebewesen. Das zieht sich durch das gesamte Nahrungsnetz, denke ich. Vielleicht eine Zahl für den Nordatlantik, da gehen jedes Jahr in der Tiefseefischerei auf See Teufel und Haie, Tiefseehaie, 1250 Kilometer Netz verloren. Jedes Jahr, die dann dort weitertreiben über 1250 Kilometer Netze, also Netzreste, die nicht mehr benötigt werden, die im Meer dann
schwimmen. Die verloren gehen, die entsorgt werden, wie auch immer. Ja. Und darin verheddern sich dann Tiere und verletzen sich. Und das ist Material teilweise aus Nylon. Nylon braucht 600 Jahre, ehe es sich zersetzt. Das kann ewig weiterfischen. Die Tiere schwimmen rein, sterben, dekompostieren, fallen durch die Maschen, die nächsten Tiere schwimmen rein. Das ist ein Endloskreislauf. Wir waren mit unserem Neffen auf Helgoland und weil wir ihm die Bastölpelkolonie dort zeigen wollten, das Brutgeschäft, und wir standen mit ihm vor diesem Felsen und er sagte, warum sind denn da eigentlich überall Fischernetze? Warum sind die da? Vor allen Dingen sind da nicht nur die Fischernetze, sondern daran hängen dann die Jungvögel, die dann elendig sich darin verheddert haben und daran sterben. Das ist ein Nestbau. Ist das Nistmaterial? Nistmaterial von den Vögeln, und die nutzen das, was sie finden. Und dann bauen sie es ein in ihr Netz, und dann können die Jünglinge, wenn sie sozusagen den Tölpelsprung machen, die müssen ja sozusagen aus dem Cliffs dort direkt irgendwie das Fliegen lernen, dann verheddern sie sich, und die Fotos gibt es ja auch, wo dann eben halt die Kadaver heraushängen aus den Nestern. Also das heißt, die Vögel können nicht erkennen, dass das Material ist, welches sich nicht zum Nisten eignet? Das können sie nicht erkennen, da denken sie, das ist Holz oder wie auch immer. Also da gibt es keine, ich glaube, kein noch, die Selektion findet vielleicht erst statt, dass diejenigen, die schlau sind an Vögeln, die das nicht benutzen, das Material, dass sie dann vielleicht überleben und die anderen nicht, dann müssen sie ihr Verhalten ändern. Aber das ist leider tragisch so, dass sie das aufnehmen können. Das sieht man bei den Seevögeln generell, also die Zahlen hast du besser im Kopf gegeben, aber es gibt welche, die eben halt im Freiwasser fangen, und die tauchen also sozusagen nach kleinen Sprotten oder nach kleinen Fischen, und dann nehmen sie alles auf, was glitzert und schwimmt. Der Magenanteil, mehrere Gramm sind das, irgendwie bei den kleinen. Auf uns hochgerechnet ist es so, dass wir quasi eine halbe Plastiktüte voll Müll in unserem Magen immer mit uns rumschleppen, nur weil wir eben halt so eben uns ernähren, indem wir im Freiwasser nach irgendwas picken. Der Charles Moore, das ist auch ein berühmter Fotograf, hat das bei Albatrossen mal herausgefunden, die Kadaver an den Inseln fotografiert, und das erstaunt mich noch immer am meisten, dass da Feuerzeuge im Bauch eines Seevogels zu finden sind. Also drastische Bilder, die zeigen, welche Auswirkungen das Plastik hat. Also, ich wollte nur ganz kurz ergänzen, wer schon in der Ausstellung gewesen ist, der hat ja die Bilder gesehen von Chris Jordan. Das sind Bilder von diesen Laysan-Albatrossen, irgendwie von den Midway-Inseln, wo man wirklich, es gibt kein Kinderspielzeug und so, was man nicht in diesen Mägen schon mal gefunden hat. Und das sind eben genau die Vögel, die auf Hochsee in dem Great Pacific Garbage Patch jagen. Und eben nicht wie wir probieren, bevor sie was fressen, sondern sie stürzen aus der Luft herunter, verschlucken sofort ohne Geschmacksprobe, füttern ihre Küken damit. Und es gibt Studien, die zeigen, dass inzwischen 2 von 5 Küken in diesen Kolonien wirklich daran zugrunde gehen, dass ihnen diese scharfkantigen Plastikteile den Magen aufschneiden oder sie eben verhungern, weil sie nicht in der Lage sind, weitere Nahrung aufzunehmen, weil ihr Magen eben voll ist mit diesem Kinderspielzeug. Und wir haben halt den kleinen Albatross-Verwandten auch vor der Haustür, das wolltest du wahrscheinlich sagen, den Eissturmvogel, und dann, ich gebe gerne ab, wir können uns das teilen. Nee, ich wollte noch was zu Helgoland sagen, mach du mal die Eissturmvögel. Nein, deshalb, wir müssen nicht in den Pazifik wandern, sondern wir haben in der Nordsee ein ganz ähnliches Phänomen und Problem. Dort haben wir den Eissturmvogel, einen kleinen Verwandten, der auch auf der Hohen See, also von fern der Küste auf jeden Fall jagt und auch eben Plastik mit seiner natürlichen Nahrung verwechselt. Und das regionale Meeresschutzabkommen OSPA hat eben vor einiger Zeit überlegt, wie kann man denn überhaupt den ökologischen Zustand der Nordsee definieren, und hat sogenannte Quality Objectives definiert. Und dort hat man damals gesagt, nehmen wir mal den Eissturmvogel und sagen, wenn er vielleicht unter 10% Plastikmüll und wenn unter 10% der tot angespülten Tiere Plastikmüll im Magen haben, dann ist das vielleicht in Ordnung, dann hätten wir einen vernünftigen Zustand noch. Und dann hat man einige Jahre diese Studien gemacht, hat die Mägen der Eissturmvögel präpariert und hat festgestellt, dass mehr als 95% dieser Vögel eben Plastik im Magen haben, also fast jeder. Und die Menge ist so, wenn man das hochrechnet, für den Vogel sind es 0,3 Gramm im Durchschnitt, das klingt nicht viel, aber wenn man das auf uns hochrechnet, dann wäre das eben diese Frühstücksdose voller Plastik, mit der wir auch nicht mehr so unbeschwingt durchs Leben gehen würden. Vielleicht noch ein kleines Detail zu Helgoland, der allererste Bastölpel, also auf Helgoland nisten die Bastölpel noch nicht so lange, das ist ja ein schönes Phänomen, was wir in der deutschen Nordsee haben, und das allererste Küken hat sich im Nest verheddert und ist daran gestorben, dass da niemals geschlüpft ist.
Ja, das macht schon betroffen. Also ich denke, diese Schilderung von Ihnen, sich zu überlegen, wie die Tiere es einfach nicht wissen können, dass das, was sie normal als Nahrung aufnehmen, für sie ein Stück weit ja der Tod bedeutet, hört sich schon dramatisch an. Wenn ich jetzt höre von den, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, von den Funden der Eissturmvögel, also von den Todfunden an den Küsten, sind 95% der Mägen dieser Vögel mit Plastikteilchen versetzt. Okay, und wissen Sie, wie viel von der Eissturmpopulation denn dann, also das sein würden? Also mein Hintergrund meiner Frage ist, handelt es sich um kleines Problem? Sind das 0,001% der Eissturmvögel? Oder ist auch das eine größere Zahl? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz richtig verstanden habe. Also einmal, ich muss ehrlich sagen, taxonomisch bewege ich mich eher immer wissenschaftlich unter der Wasseroberfläche als über der Wasseroberfläche. Deshalb kenne ich die Populationszahl des Eissturmvogels in der Nordsee gerade nicht. Aber wenn man es anders anfassen würde, ist es so, was wir eben nicht sagen können, wir sehen, fast alle tot angespülten sind belastet. Wir können aber nicht sagen, sind die an Plastik gestorben, ausschließlich. Das ist eben schwer zu beurteilen. Und wir können auch nicht sagen, welchen Einfluss das auf die Population hat. Und leider ist genau das die Frage, die die Politik und auch die Wissenschaft häufig stellt. Das ist auch das, was die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie gerne sehen will. Und das ist unheimlich schwer nachzuweisen. Wir sehen zuhauf dieses individuelle Leid, wir haben zuhauf diese individuellen Nachweise für Plastik im Magen, aber auf Populationsebene können wir es vielleicht nie nachweisen. Und insofern waren wir eigentlich alle davor, so lange zu warten, bis wir das beweisen können. Wir müssen viel früher handeln. Aber das Schöne an der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie ist auch, dass sie nicht per se sagt, dass wir alles auf Populationsebene beweisen müssen. Das ist ein Streit, der sich natürlich fröhlich durch Europa zieht. Und die üblichen Verdächtigen wie Großbritannien wollen natürlich genau diesen Nachweis erbracht haben. Aber die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie gibt es per se nicht vor. Insofern reicht eigentlich die individuelle Betroffenheit. Und tierethisch gesehen selbstverständlich auch, weil ich denke, jeder Vogel, der letzten Endes durch unser Verhalten, durch unser Handeln betroffen ist, ist natürlich ein Vogel zu viel. Ich würde gerne nochmal auf diese Kleinstpartikel kommen, weil wir haben jetzt über Schildkröten gesprochen, über Vögel gesprochen, ein bisschen über Wale und Delfine gesprochen. Was ist mit den Fischen? Wer möchte? Ich habe hier drei Experten und ich weiß immer nicht, wer mehr Experte ist zu diesem Thema jetzt. Fische, Nanopartikel. Naja, ein Fisch reagiert natürlich ähnlich. Nanopartikel sind es ja nicht, Kleinstpartikel. Naja, aber ein Fisch reagiert natürlich genauso darauf, auf vermeintliches Nahrung, wenn es glitzert und in der Wassersäule schwimmt, wie ein Vogel, der irgendwas anderes Glitzerndes aufnehmen will. Das heißt also, die Aufnahme durch Fische ist gegeben. Bis hin auch in die Tiefseeregion, man kennt also Fänge im Mittelmeer und dergleichen. Und wenn man den Fisch dann aufmacht, dann hat man eben halt lustig die bunten Plastikpartikel in deren Magen auch. Die kleineren, also die zerkleinerten Plastikpartikel werden also tatsächlich von diesen unteren Nahrungselementen aufgenommen. Gibt es da die gleiche Reaktion, dass der Fisch den Eindruck hat, mein Magen ist gefüllt? Sicherlich, ja. Was aber auch noch ein bisschen entscheidend dabei ist, ist, dass je kleiner ein Teilchen ist, desto größer die Oberfläche und desto eher kann es Giftstoffe aufnehmen. Vielleicht können wir diesen Aspekt kurz nochmal erwähnen. Also Kugeloberflächen aus Plastik hat man bewiesen, dass die eben gegenüber dem Meerwasser erhöhte Konzentrationen an giftigen Stoffen haben, also Pflanzenschutzmittel und dergleichen, die konzentrieren sich an diesen Partikeln. Also wenn der Fisch dieses Plastik aufnimmt, dann nimmt er nicht nur das Plastik auf, was seinen Magen verschließt, sondern zusätzlich noch eine höhere Giftfracht als in seinem normalen Wasser. Also und das führt das dann zu Veränderungen Stoffe? Des Hormonsystems. Ja, was sind das für Stoffe? Eine ganze Reihe. Schwermetalle? DDT, PCBs. Also Pestizide? Und das, was im Plastik selber natürlich drin ist, die Additive, die den Kunststoffen bei der Produktion zugegeben wurden. Also Phthalate, Bisphenol A, bromierte Flammschutzmittel, Farbstoffe etc. Also das heißt, wenn ich jetzt diese Flasche nehme, die ist über einen Fluss ins Meer gegangen, wie wird sie dann erstmal klein?
Vielleicht kann ich das den Entwickler mal fragen. Also es wird gesagt, dass dieses Material ist nicht direkt durchs Wasser löslich. Das heißt, diese Flasche kann dadurch zerbrechen, dass sie einerseits durch Lichteinstrahlung langsam brüchig wird. Das heißt, die Moleküle, die werden langsam immer kurzkettiger, bis es irgendwann zerbricht. Und anschließend kann es auch durch die ganze Mechanik sein. Also es ist Salz, also Salz ist an sich auch schon recht aggressiv. Es ist dadurch, dass natürlich auch die Welle selber immer wieder da drauf eindrischt auf dieses, dann kommt es wieder an Land, dann kommt wieder Sand wieder dazu. Also so über die Jahre hat das durchaus ganz schön viele mechanische Einflüsse, dieses Material auf sich einwirken. Mhm. Dann wird es vielleicht nochmal gegessen, dann wird es wieder ausgeschieden. Also dann ab einer gewissen Größe kann das auch durchaus passieren und also so über die Zeit wird es dann immer kleiner. Mhm. Okay. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haften sich eben diverse Schadstoffe an diese kleinen Partikel und der Fisch denkt, das wäre Plankton und das ist es aber nicht, sondern es ist Plastik und er frisst dann die Plastikpartikel und wer frisst nachher den Fisch? Der andere Fisch. Der große Fisch frisst den kleinen Fisch, jetzt wird schon fast wie Fischer Fritz, hatte ich. Und wer fischt dann fischt den großen Fisch? Genau, das ist eben das, was meine Kollegin, die Steffi, vorhin schon sagte, dass wirklich es Indizien dafür gibt, dass das zu uns zurückkommt. Wie gesagt, dass wirklich wir beim Konsum von Meeresfrüchten oder Fischen nicht davor gefeit sind, wirklich die giftigen Inhaltsstoffe der Kunststoffe mit aufzunehmen oder eben auch wirklich diese Umweltgifte, die sich im Meer einfach natürlicherweise befinden, weil sie lange Zeit nicht verboten waren, wie das Insektizid DDT. Und vielleicht zur Größenordnung nochmal, an der Oberfläche von kleinen Partikeln findet sich DDT in der bis zu 1-millionenfachen Konzentration. Und wenn das sich natürlich über die Nahrungskette fortpflanzt und großer Fisch frisst viele kleine, die sehr, sehr viel Plankton gefressen haben und wir bevorzugt dann natürlich auch den Kabeljau oder den Lachs essen wollen, dann kann man sich vorstellen, irgendwie, was da nachher zusammenkommt. Also ist alles völlig richtig. Ich möchte trotzdem in dem Zusammenhang auch sagen, dass man momentan noch vor verstärkter, also man sollte nicht nur über die Angst des Menschen gehen, denn wir wissen einfach noch nicht, ob diese Schadstoffakkumulation wirklich stattfindet. Wir haben erste Indizien, dass ein vermehrter Nachweis von Kunststoff in Seevögeln auch zu einer Akkumulation von Schadstoffen geführt hat. Wir wissen beispielsweise im niedersächsischen Wattenmeer, dass 100% der Heringe Plastik im Magen haben. Also so eine Indizien haben wir. Wir wissen von Muscheln, dass eine erhöhte Immunabwehr stattfindet, wenn sie über die Magenschleimhaut Plastikpartikel aufnehmen. Aber wir wissen tatsächlich noch nicht, ob das eine wirkliche Relevanz für den menschlichen Verzehr hat. Insofern würde ich momentan auf die Rettung der Meereslebewesen fokussieren und weniger auf die menschliche Befindlichkeit. Kann sich ja jeder sein Urteil bilden. Genau. Also vielleicht sollte man... Ist trotzdem nicht lecker, ne? Ja, und vielleicht sollte man gleichwohl auch erwähnen dürfen, dass natürlich also die Diskussion um bestimmte Schadstoffe im Plastik, egal ob Bisphenol A oder Phthalate, durchaus eine hohe Berechtigung haben, weil diese Stoffe ja gesundheitsgefährdend, karzinogen, hormonell einwirkend gelten. Und das natürlich immer als Verbraucher sehr schwierig ist zu entscheiden, kann ich nun dieses Stück Kabeljau essen oder kann ich das Mineralwasser aus einer PET-Flasche trinken? Oder kann ich glaube, das ist aber genau der Fakt. Dann sollte man sich lieber über die alltäglichen Gegenstände Sorgen machen. Antimon ist in normalen PET-Flaschen, ist hoch krebserregend. Teflon ist nach wie vor, steht im Verdacht. Ja, also das sind, ich denke mal, der tägliche Brauch ist dann sicherlich... Da gucken wir quasi nicht über den Abfallberg in den Meeren, sondern wir gucken bei den Produkten selber und ihrer Nutzung vorher quasi. Ja, wir wollten uns ja beschäftigen mit Auswirkungen auf Tiere und Menschen und würden gerne für diesen ersten Block jetzt die Möglichkeit ans Publikum zu geben, Fragen zu stellen. Ich denke, wir können 2, 3 Fragen von Ihnen aufgreifen oder Statements hier aufnehmen. Und dann würden wir uns mit dem Thema beschäftigen, was können wir eigentlich tun und was wird getan. Hat jemand eine Frage? Ja, dann fange ich mal hier vorne rechts an, dann Sie und dann Sie da hinten. Ich weiß nicht, gibt es ein Mikrofon? Geht auch. Ja, okay.
Zu den Strudeln hätte ich mal die Frage. Sie haben gesagt, dann löst sich wieder das Plastik raus und wird dann wieder eingeschmissen. Über dieses Verhalten in den Strudeln wüsste ich gerne mehr. Da akkumuliert sich da immer mehr oder bleiben die irgendwann gleich groß, wenn dann die Hälfte wieder rausgeschmissen? Sehr schöne Frage, ja. Hat einer von euch eine Antwort? Ich habe, glaube ich. Also ich weiß, dass eine Stiftung, eine amerikanische Stiftung, seit 20 Jahren diese Strudel eben halt besucht. Deswegen gibt es da Daten zu. Aber über das individuelle Verhalten von einzelnen Partikeln innerhalb dieses Meeresstroms wüsste ich nicht, ob es da irgendwie konzentrierte Schleier gibt oder dergleichen. Im Meer ist natürlich, wenn eine Strömung konzentriert ja auch Material, haben Sie vielleicht selber schon mal beobachtet, wenn man segelt oder beim Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, kommt man immer mal wieder in so Bereiche, wo mehr Material an der Oberfläche schwimmt als rechts und links davon. Also es gibt da eben Walzbewegungen innerhalb der Meeres, innerhalb des Wassers, die dann das Material nochmal verstärkt konzentrieren werden sicherlich. Aber ob es da Hotspots für bestimmte Partikelarten gibt oder Partikelgrößen, ist mir jetzt nicht bekannt, aber bestimmt sind die ersten Modellierer dabei, sich da Gedanken zuzumachen. Also ich meine jetzt von der Art und Weise, wie sich etwas akkumuliert und dann schließlich auch wieder rausgetragen wird, man muss sich einfach vorstellen, so ein Strudel ist nicht wirklich stabil. Also da kommt ein Schlechtwettergebiet, dann wird der ganze Strudel mal eben, so genannt, ist ja gar kein echter Strudel, sondern es ist eine langsame Kreisströmung. Also es ist jetzt nicht so ein Trichter, sondern es ist eine langsame Kreisströmung. Und dann kommt ein Schlechtwettergebiet und zieht mal eben kurz diesen Kreisbewegung mal 500 Kilometer weiter südlich, dann wieder nach Norden. Und das alles, was am Rand gewesen ist, wird eigentlich sozusagen dann wieder in die turbulenten Bereiche wieder zurückgebracht und kann sich dann natürlich auch nicht wieder zurückbegeben. Vielleicht kommt es wieder zurück, aber kann auch dann sein, dass es einen anderen Weg dann nimmt. Es gibt ja so Modellierungen von mittleren Verweilzeiten von Partikeln. Modellierungen von mittleren Verweilzeiten. Man weiß ja zum Beispiel, wie lange ein Wassertropfen wahrscheinlich braucht von der Antarktis, eher einmal durch alle Strömungsbänder getragen wurde. Also so eine Befunde gibt es ja. Und da hat man ja dieses schöne Beispiel der Plastikentchen, die verloren gegangen sind im Pazifik und dann nach Jahren weltweit angespült wurden. Das Gros in Großbritannien, aber auch in China, überall kamen diese Plastikenten an, wo man gesehen hat, ja, das verteilt sich halt und diese Strömungsbänder nachvollziehen konnte. Okay, dann hatten Sie eine Frage? Ich wüsste gerne noch mehr, also es, immer wenn man sich engagiert oder auch damit beschäftigt, mit diesen Umweltfragen, ist ja mal so eins der Totschlagargumente, das, was du da machst, verändert sowieso nichts. Und ich würde jetzt ganz gerne mal ein bisschen mehr dazu wissen, wie es auf der nationalen Ebene gehandhabt wird bei uns, aber auch mal den Blick ins europäische oder auch weitergehende Ausland noch mal schweifen wollen. Was wird denn europaweit, deutschlandweit, weltweit insgesamt getan? Wo sind da noch andere Anstöße? Diese Richtlinie haben Sie erwähnt, aber was gibt es vielleicht sonst noch, wo man auch für sich selbst noch mal weiß, okay, da sind noch ganz viele andere Bewegungen im Gange von den verschiedenen Vereinen, die hier vertreten sind, haben wir ja gehört. Und was gibt es noch? Ja, vielleicht wäre das ganz schön, wenn wir das in den zweiten Block mit reinnehmen, weil wir wollen ja gleich uns die Handlungsmöglichkeiten angucken und dann könnte Frau Werner ja gerne diese Frage gleich aufgreifen oder die anderen auch. Ja, und ganz hinten rechts war noch eine Dame. Meine Frage... Herr, Entschuldigung. Kein Problem. Meine Frage betrifft auch diese Strudel im Meer, diese Garbage Patches da im Pazifik. Ich habe mich da schon früher damit auseinander oder eine Zeit lang mit auseinandergesetzt. Ich weiß, dass Charles Moore auch diese Sachen sehr wissenschaftlich detailliert aufgearbeitet hat und Anstöße auch gegeben hat. Meine Frage, die in zwei Teilen ist, der erste Teil ist die Sache, was Sie gerade angesprochen haben, dass es keine wirkliche Strömung ist, dass sie sich auch mal durch Stürme etc., klimatische Bedingungen verschiebt, so schwierig dagegen was zu machen. Oder ist es der finanzielle Aspekt, der einfach nicht da ist, weil die Länder oder die Kontinente kein Geld dafür ausgeben wollen, dass man diese, wenn es einmal schon konzentriert ist, für mich ist das halt dann eine einfachere Lösung, wenn man was auf einem Punkt hat, aufsammeln zu können, als wenn es über die ganzen Meere verteilt wäre.
Oder ist es halt auch, dass es über verschiedene, dass es nicht an der Oberfläche ist, sondern über 20, 30, 40, 50 Meter, gibt es eine Möglichkeit, dass man einen Teil davon wenigstens aufsammeln, einsammeln könnte? Ja, ich werde gerade immer angeguckt, weil es geht auch wieder in diesen zweiten Block rein, Handlungsmöglichkeiten, aber vielleicht ist auch das gleich ein schöner Übergang. Ich denke, da ist die Frage ja so eine Mischung, ist ein bisschen nochmal Sachstandsklärung, also wie funktionieren diese Wirbel eigentlich, die gefüllt sind mit Abfällen und gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Handlungsmöglichkeit, ein Stück weit einen Teil dieser Abfälle aus dem Meer herauszuholen? Ging das in die richtige Richtung? Ja, okay. Das gucken wir gleich. Ich will gerne noch einmal fragen ins Publikum, ob Sie das Gefühl jetzt so haben, ich bin eigentlich ganz gut informiert. Da habe ich noch einen, und zwar meinen lieben Mann, der vor 30 Jahren als Müllexperte anfing auf Helgoland. Ich hätte gerne noch eine Frage. Die treffende Müllmenge in der Fall wird ja mehr oder zumindest nimmt sie nicht ab. Und die Frage ist, gibt es inzwischen Hinweise oder auch vielleicht Ergebnisse, ob sich das bei irgendeiner Art, Lesern-Albatros, Schildkröten, andere tauchende Vögel, inzwischen bestandsgefährdend auswirkt? Also hat man Erkenntnisse oder Vermutungen darüber, dass wegen des driftenden Mülls irgendeine Art weltweit zurückgeht, bedroht ist? Und dann wäre die Frage, ob das überhaupt dann zu stoppen ist. Es gibt für ein paar Arten Befunde, zum Beispiel die nördliche Pelzrobbe ist akut vom Aussterben bedroht durch die nördliche Pelzrobbe. Wo lebt die? Im Norden. Spitzbergen, Grönland. Nee. Ja, amerikanische Westküste. Genau, Kanada. Okay. Ja. Die hat die Angewohnheit, so Verpackungsbänder, die man um große Chargen, diese die man immer so aufknüpseln muss, ja. Da die, wenn die im Meer treiben, also da ist eben an der Küste sehr viel Verpackungsindustrie, dann schwimmt die dort rein, weil die so neugierig ist und schließt sich das um den Hals und sie kommt nicht wieder raus und die wachsen dann in der Regel recht rein. Und da hat es tatsächlich populationsgefährdende Ausmaße. Dann in der Tiefseehaifischerei im Nordatlantik, die ich vorhin erwähnte, da hat es bestandsgefährdende Ausmaße. Also es gibt für einzelne Arten derartige Befunde. In der Ostsee stirbt uns gerade der Schweinswal aus. Da, ob das jetzt aktiv fischendes Schellnetz ist oder passiv fischendes Geisternetz, ist da eigentlich relativ irrelevant. Wichtig ist, dass was passiert. Okay, das war noch mal jetzt ein Stück weit ja die Diskussion im Sinne von, von welcher Dimension gehen wir eigentlich aus, auf die Tierarten bezogen. Und die Antwort ist natürlich, weil die Frage ist, viel besser, denn im Bereich, wenn es bestandsgefährdend ist, dann steht da ja ein mögliches Aussterben dieser Tierart hinter. Mhm. Okay, jetzt sehe ich noch zwei, drei Wortmeldungen, die machen wir noch und dann gehen wir zum nächsten Block. Vorne der Herr. Entschuldigung. Achso, weil es um Herr geht. Hier der Herr. Sie sagten vorhin, naja, das mit dem Menschen ist ja noch nicht bewiesen. Jetzt geht es mal um die Tiere und um die Natur. Ne? So hatte ich Sie vorhin verstanden. Ne? Da wollen wir uns mal drauf konzentrieren. Also meine Meinung ist, vielleicht stehe ich da nicht so ganz alleine, wir sind auch nur ein besseres Tier. Und wir reagieren immer erst, wenn es uns richtig selbst wehtut. Also wenn die Tiere sterben, es tut schon weh, die Bilder sind schrecklich und so weiter und so fort. Ich finde das hochinteressant, dass die Heringe fast komplett alle und die Sprotten, die wir essen, und ich glaube, man müsste die Forschung dahingehend verschärfen, festzustellen, was geht denn von diesen ganzen ekligen Stoffen da wirklich rein und was essen wir auf? Wenn wir nämlich feststellen, dass das alles giftig ist, dann spätestens bewegt sich was. Und bei den Ernährungs- oder Nahrungsproblemen, die weltweit herrschen, da spielt der Fisch eine gewaltige Rolle, hat das eine sehr artig hohe Relevanz ökonomisch auch für die ganze Fischereiwirtschaft dieser Welt, dass denen, glaube ich, wie sagt man so schön, der Arsch auf Grundeis geht, wenn man plötzlich feststellt, dass das alles giftig ist. Und das fängt ja im Plankton an und ob die Robbe existiert, davon geht die Welt nicht unter, wenn die ausstirbt. Aber wenn das Plankton und diese ganzen Kleinteile die Fische verseuchen und damit ganze flächendeckende Giftfelder entstehen, dann gute Nacht und dann bewegt sich auch was, garantiert, dann spätestens. Also das ist jedenfalls meine Auffassung. Ich wollte das um Gottes Willen nicht runterspielen. Ich wollte bloß
davor warnen, dass man nicht sagen, das jetzt wissenschaftlich schon so hoch aufzieht, weil wir haben beispielsweise am Umweltbundesamt Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, das startet jetzt, was sich genau mit dem Thema beschäftigen wird. Wir werden uns das gut angucken. Auf europäischer Ebene gibt es das Projekt Clean Sea, was da ganz intensiv reingucken wird. Und sicher wäre damit ein wunderbarer Hebel gegeben. Ich finde es bloß schwierig, wenn man das jetzt immer bemüht, obwohl wir da wissenschaftlich einfach noch nicht, sage ich mal, die Beweislage schlüssig haben und dann wieder weggehen von dem, was wir wissen. Ja, das wollte ich damit eher ausdrücken. Okay, das ist also ein Themenkomplex, den wir nicht abschließen können. Wenn ich mir vorstelle, alle Heringe tragen Kunststoffpartikel in ihren Mägen, an diesen Kunststoffpartikeln hängen häufig Schadstoffe, dann schließe ich jetzt aus Ihrem Statement, es gibt aber noch nicht genügend Untersuchungen hinsichtlich der Konzentration dieser Schadstoffe und das wird jetzt in einer Studie demnächst festgestellt werden. Weltweit in vielen Studien, weil es halt so ein Mikroplastik ist, so das Forschungsfeld momentan, ja, okay, wo auch die Wissenschaftler sich besonders intensiv drauf stürzen. Mit dem normalen Menschenverstand hätten wir, glaube ich, dann auch eine Antwort, die jeder jetzt selber sich geben kann, im Sinne von, es wird schon Auswirkungen haben können. Gut, jetzt noch zwei Wortmeldungen und dann gehen wir zu dem Handlungsfeld. Genau, einmal der Herr links und dann... Genau. Man muss doch wahrscheinlich zwischen drei Wirkungsweisen unterscheiden. Die eine ist das, was Sie geschildert hatten, das grobe mechanische Material, was aus dem Magen heraus auch physisch auf den Fisch oder auf den Vogel einwirkt. Das zweite sind die Mikroteilchen, die mit aufgenommen werden, die mit Sicherheit ja keinen Schaden anrichten, weil sie aus dem Magen wieder ausgeschieden werden, wie anderes Unverdauliche auch, denn die halten sich ja nicht fest. Diese Kügelchen gehen durch. Die Kügelchen haben aber an ihrer Oberfläche, wie Sie eben gesagt haben, ja doch bestimmte Schadstoffe konzentriert, die sie aufnehmen, die sich wahrscheinlich während des Durchgangs durch den Verdauungstrakt in das Tier hineinbegeben. So, nun ist die Frage, wie viel von diesen Schadstoffen, und es sind ja im Wesentlichen zwei, wenn ich das in der Ausstellung gesehen habe, wie viel geht in den Fisch, in den Vogel über und wie viel geht, nun essen wir ja nicht alle Seevögel, die es da so gibt, aber bei den Fischen sieht es anders aus, wie viel geht dann aus dem Fisch, wenn wir die Konzentration in dessen Fleisch festgestellt haben, in den Menschen über. Das sind, meine ich, diese drei Wirkungsbereiche, die man sauberlich trennen muss. Wenn man sie vermischt, kommt man zu einem falschen Bild. Zumindest würde ich gerne bei dem zweiten Teil hier nachfragen, ob es so ist, dass diese Mikropartikel eingenommen und ausgeschieden werden. Ganz so trennscharf kann man das eigentlich nicht sagen. Mikro ist alles unter 5 mm, ist natürlich eine etwas schwierige Definition, so ist sie aber wissenschaftlich akzeptiert. Dazu gehören natürlich auch fragmentierte Partikel von Makroplastik und die sind durchaus scharfkantig. Also alles, was im Eisstumpfvogel ist, wird zu Mikroplastik gezählt und kann verletzende Wirkung haben. Dann gibt es natürlich noch die Pellets und das granuläre Material, was aber auch nicht glatt ist. Die Pellets sind wirklich rund und glatt. Also das kann man so scharf eigentlich nicht dran. Sehen Sie auch so? Sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, und es gibt ja auch durchaus auch die Beobachtung oder so, dass sich in Partikel auch in der Magenwand einlagern oder im Magen-Darm-Trakt einlagern, dass sich Tumore bilden. Also wie gesagt, nicht alles, was ein Vogel nicht verdauen kann, flutscht durch. Also ich glaube, das ist ganz klar. Okay, dann eine, genau, die Dame noch. Ja, schließt sich eigentlich ganz gut an die vorherige Frage an. Meine Frage ist, gibt es irgendwelche Prozentanteile, wie sich dieser ganze Plastikmüll in die verschiedenen Größen einsortieren lässt? Also wie viel davon sind, was weiß ich, über, keine Ahnung, handgroß, was davon ist wirklich irgendwie so, dass man es noch auffangen kann oder einsammeln könnte und was ist unter Umständen so klein, dass man es noch nicht mal mit bloßem Auge sehen kann. Also gibt es da irgendwelche Zahlen, weil das ja durchaus auch relevant ist. Frau Werner? Also es gibt Zahlen aus dem pazifischen Müllstrudel, da will ich aber auch noch mal sagen, das ist wirklich nur einer der 5 großen Strudel oder Wirbel oder wie auch immer. Im Mittelmeer hat man ähnlich großen detektiert. Also es ist bloß der als erster berühmt wurde und deshalb immer wieder zitiert wird. Und da ist es tatsächlich so, dass, ich glaube,
90-95% der Mikroplastikfraktion zuzuordnen sind. Wie viel? 90-95%. Okay. Deshalb auch dieses mal hingehen und abfischen gestaltet sich eben nicht so einfach, weil man muss dann mit dementsprechend kleinen, maschigen Netzgerät vorgehen, was dann wiederum die Basis der Nahrungskette, des Nahrungsnetzes angreift. Wir können nicht das ganze Plankton abfischen. Also so einfach wäre schön, wenn es das wäre, ist es eben leider nicht. Vielleicht können Sie dann die Frage nochmal formulieren. Nee, genau, das war die Frage. Also kann man den Müll einsammeln, da ist ja eben 95% so klein, dass man ihn gar nicht mehr einfangen kann. Jetzt ist allerdings dann nochmal die Sache von 5 mm und kleiner, also bis man dann sozusagen dann noch kleiner wird, bis man dann irgendwo so bei 300 Mikron ist oder in dem Bereich. Also es, da ist immer noch die Frage, ob man da nochmal unterteilen kann. Also einmal, das eine ist auch rein technisch gesehen, ist dann zum Beispiel sowas wie Strömungswiderstand und überhaupt Machbarkeit an der Stelle. Und ich habe, also es gibt eine Darstellung, die ist auch dann draußen an dem, die wurde damals beim Plastiki auch dann gezeigt, unter anderem die Grafik, die draußen auch hängt. Dass dann nochmal ungefähr 33% größer sind als 1 Millimeter und dann so langsam das dann auch kleiner wird nochmal. Also das ist immer noch die Frage, ob man was da nochmal unterverteilen kann. Gut, okay, aber ich, Frau Werner, haben Sie noch was nachgeguckt, dass Sie noch... Ich das hier, aber ich denke, das ist jetzt nicht so relevant. Gut, man kann, ja, dann, also, ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir zum zweiten Block kommen, weil wir haben jetzt schon 8:10. Und die Diskussion wird ja heute bis 8:30 nur gehen können, vielleicht bis kurz nach 8:30 noch, aber das ist so abgesprochen und wir wollen uns ja vor allen Dingen mit den Handlungsmöglichkeiten noch beschäftigen. Das heißt, ich würde Sie einladen, jetzt mitzugehen zu dem Thema, was können wir eigentlich tun? Also wenn wir diese Probleme erkennen und sehen, es ist kein Nischendasein mehr, was dieses Umweltproblem innehat, sondern es ist eins, was uns tagtäglich angeht, uns persönlich durch unsere Verhaltensweisen. Und es hat Auswirkungen nicht nur auf die Tierwelt, sondern auch auf unsere Gesundheit, auf unsere gesamte Umweltsituation. Was können wir tun? Und da würde ich plädieren, dass wir nicht anfangen mit den persönlichen Dingen, obwohl ich das sonst immer sehr wichtig finde und da auch gerne mit Ihnen gemeinsam hingucke. Das machen wir vielleicht zum Abschluss. Wir fangen erstmal an mit dem, was gibt es aus Ihrer Sicht, also was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit wir mit diesem Problem so umgehen, dass wir es loswerden? Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, in dem Sinne würde ich mal so antworten. Naja, dass ich meine, das kennen wir jetzt schon seit 50 Jahren, wir haben das Problem. Sie vielleicht, ne? Aber die Politiker nicht und die Industrie schon lange nicht. Das ist wirklich ein jüngstes Phänomen, keine 5 Jahre alt, dass diese Verschmutzung, nenne ich sie mal, überhaupt im Bewusstsein von höheren Entscheidungsträgern gelandet ist. Und das ist letztendlich der Zivilgesellschaft zu verdanken und es ist auch diesen drastischen Fotos zu verdanken und der zunehmenden Erforschung der Meere und natürlich irgendwie dieser drastischen Auswirkung dieses Meeresmülls. Es gibt zwar Strandmüllsammelaktionen von Mellum, also an der Nordseeschutzinsel, schon seit langem, aber das waren quasi eher akademische Daten, auch von Helgoland, wo die ersten Brasstölpe kamen, da gab es von der Wissenschaft schon den Hinweis, dass das da draußen schwimmt. Es gab auch die ersten politischen Aktionen, dass man den mit dem Maß. Was müsste passieren, damit wir das Problem lösen? Ja, also wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, also das ist ganz klar, und wir brauchen mehr politischen Druck auf, also Druck auf die politische Ebene und auch auf die Industrie, um das so knapp zu formulieren. Also die Vorstellung, dass in meiner Zahnpasta ungefähr ein Teelöffel Plastik ist, die müsste sich jeder Konsument irgendwie jeden Morgen vielleicht einmal gewahr werden und dann muss er aktiv werden und sagen, wir unterstützen, wir haben die Microbeat-Kampagne mit verschiedenen Organisationen, wir unterstützen, die schreiben die Petition gegen Unilever, die dieses Material hineintun. Sie sollen bitte nicht irgendwie uns Kosmetikprodukte mit Mikroplastik verkaufen. So, also ganz, ganz klare irgendwie Erkenntnis, Bewusstwerden des Problems und öffentliche Kampagnen dagegen. Und wenn ich nachfragen darf, Sie sagen, dieses Thema ist im Prinzip erst so seit 4-5 Jahren etwas vermehrt auch ins Bewusstsein gekommen. Beschäftigt sich die Politik damit?
Also gibt es im Bundestag auf der politischen Ebene Debatten zu diesem Thema? Ist es Thema im Umweltausschuss des Bundestages? Also einerseits ist erfolgreich, dass die Europäische Union, die für 80% für die der Umweltgesetzgebung auch für Deutschland ja zuständig ist, eben halt das aufgenommen hat mit dem mit der Meeresrahmenrichtlinie. Da gibt es einen spezifischen Deskriptor, wie der sich nennt, wie der das Thema Plastikmüll angehen will. Das ist auf jeden Fall damit die Vorgabe, dann, dass die nationalen Staaten sich auch drum kümmern müssen. Über den Verbraucherschutzausschuss im Bundestag ist das Thema ein paar Mal schon angeklungen. Auch die Grünen sind dabei, das Thema Mikroplastik oder beziehungsweise Plastik in Kosmetik voranzuschreiten. Es kommt dann zu Debatten, aber nicht unbedingt gleich zu einer Gesetzgebung. Da muss der Druck eben halt unendlich größer werden, bis was passiert. Okay, dann gehe ich jetzt einfach weiter bei Herrn Detloff. Was muss passieren? Ich sage mal ganz gerne, und das ist das Schöne in dieser Ausstellung, finde ich auch, dass sie einen nicht so nach dem ersten Teil, könnte man ja irgendwie nach Hause gehen und sich einen Strick nehmen. Weil wir, wie gesagt, die Meere sind kaputt irgendwie, es ist nur Müll drin und wir können nichts mehr lösen. Oder auf jeden Fall sagen, gut, wir haken wieder 50 Jahre ab und machen nichts, weil jeder Einzelne kann sowieso nichts machen. Ich sage dann immer an der Stelle, und das bringt eben die Ausstellung auch ganz schön rüber, das einzig Positive an dieser Problematik ist, dass wir eben so unendlich viele Hebel und Möglichkeiten haben, aktiv zu werden. Und das eben bei wirklich allen Eintragswegen und das bei allen Ebenen. Das ist wirklich die politische Ebene, da muss das MARPOL-Abkommen verschärft werden, da muss die europäische Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen zur Entsorgung von Schiffsabfällen verschärft werden. Das läuft teilweise auch schon an, also das ist erkannt worden. Die Kreislaufwirtschaftsgesetze, wir müssen überarbeitet werden, wir brauchen noch höhere Recyclingquoten, wir müssen uns in Deutschland mit unseren 65% immer gar nicht auf die Schulter klopfen, da geht deutlich mehr. Ich glaube, das sind politische Bewegungen. Und dann gibt es natürlich, ist die Forschung gefragt und die Industrie ist gefragt, dass wir wirklich innovatives Produktdesign brauchen, dass wir wegkommen müssen von Einwegprodukten, dass wir wieder das gute alte Mehrwegsystem irgendwie fördern, die gute Glasflasche, auch wenn sie ein bisschen schwerer ist. Wie gesagt, es gibt 1000 Möglichkeiten bis zu jedem Einzelnen, da wollten wir nicht hinkommen, spätestens oder am Schluss erst, wie gesagt, auf die Plastiktüte verbieten oder vielleicht auf die Plastiktüte verzichten oder sie ganz verbieten von politischer Seite, auf den Rucksack zurückgreifen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. Und das gilt es eben auch zu nutzen und da gilt es jetzt am Ball zu bleiben. Okay, danke schön. Ich mache jetzt die Reihe weiter. Frau Werner. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass kein weiteres Plastik in die Meere eingetragen wird. Das klingt natürlich total trivial, aber ich denke, dass wir momentan ein Momentum vorliegen haben, wo das durchaus natürlich nicht flächendeckend, aber greifbarer wird. Die EU ist unheimlich aktiv zu dem Thema, hat sich dem Thema angenommen, hat gerade ein neues Commission Staff Working Paper dazu rausgegeben, hat selber identifiziert, welche Rechtslücken zu schließen sind, wie es weitergehen muss, hat etliche Projekte etabliert. Wir haben mit der Meeresstrategie Rahmenrichtlinie das Instrument, um da jetzt endlich was machen zu können. 2015, 16 muss jeder europäische Mitgliedstaat ein Maßnahmenprogramm etabliert haben, auch für den Aspekt Abfälle im Meer. Wir von Seiten des Umweltbundesamts aus organisieren für das BMU mit der Europäischen Kommission zurzeit eine Konferenz im April, wo alle Mitgliedstaaten sich treffen werden, alle Stakeholder sich treffen werden, hoffentlich die meisten Umweltverbände sich treffen werden, wo wir versuchen werden, regionale Aktionspläne für die einzelnen europäischen Meeresregionen zu realisieren, mit ersten Maßnahmen rauszugehen. Rio plus 20 ist total schwammig geblieben, hat aber für diesen Aspekt ein relativ verbindliches Ziel gesetzt. Bis 2025 soll eine signifikante Reduktion erfolgen. Also man kann zumindest sagen, die Politik ist aufgewacht, in Teilen. Und wenn wir das jetzt nutzen, hoffe ich, wir müssen vor allen Dingen auf die Drittländer gucken. Wir können uns wirklich nicht zu Hause ausruhen, weil die großen Einträge passieren woanders. Und da müssen wir mit unseren Produkten, die wir da verkaufen, Verantwortung übernehmen. Also auch die systemimmanente Frage ist da unbedingt zu stellen. Das, denke ich, ist ein ganz schöner Übergang zu Herrn Groß, zu diesem Thema. Eben. Schneider. Ach. Groß. Entschuldigung. Alle guten Dinge sind drei. Genau. Alle guten Dinge sind drei, also nicht nochmal. Herr Schneider. So, jetzt kommt der große Utopist. Nein. Sie sagten, wie kann man das Problem lösen? Ich glaube, Sie sagten gerade eben,
80er Jahre und Sie dachten, das Problem wäre gelöst. Ich glaube, wenn ich in die Zukunft blicke, es wird immer wieder Phasen geben, wo wir immer wieder neu anfangen und immer wieder merken, wir müssen wieder anfangen, da richtig Klimmzüge zu machen, und das wird wahrscheinlich leider immer so sein. Wir sind in einer Konsumgesellschaft. Das heißt, es wird ständig immer neue Produkte geben und wir werden ständig herausfinden, dass wir irgendwo Mist gebaut haben und da irgendwie nachsteuern müssen. So, von daher, also wirklich, Vermeidung ist super wichtig. Jetzt bin ich heute aus einer anderen Rolle auch da. Das heißt, ich bin heute auch da, um zu sagen, das besser zu untersuchen. Das heißt, was jetzt auf dem Meeresrahmenrichtlinie da an der Stelle auch untersucht, zu sagen, wie kann man eigentlich diese Mechanismen noch besser verstehen. Und das ist halt etwas, was wir jetzt gerade versuchen, ist dort, ja, wenn man sagt, ich möchte gerne mehr untersuchen, ich möchte wirklich da ständig irgendwie draußen auch die Möglichkeit haben, da ein Bild zu bekommen, dann würde das recht viel Geld bedeuten, auch an der Stelle das zu investieren. Das würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass ich dann auch an der Stelle wiederum Schaden verursache, indem ich etwas untersuche. Ich fahre da mit Schiffen wiederum raus und da ist halt auch, wie kann man überhaupt jetzt eine Drohne draußen oder einen Roboter draußen zu haben, etwas zu haben. Wir haben jetzt gerade drüben in den USA gesehen, den Waveglider zum Beispiel, eine unheimlich faszinierende Boje, die einfach nur mit Wellenantrieb sich durch die Meere bewegt und dabei wirklich Daten in die Wohnzimmer bringen kann. Sie sagten gerade eben, man muss das in die Köpfe bekommen auch. Es gab dann Leute, die haben heute gute Fotos gemacht, die jetzt gerade um die Welt geht. Was ist denn, wenn wir in der Zukunft auch wirklich Live-Bilder zeigen können von dem, wie es gerade an der Stelle ist und das gerade, also Google macht gerade das Barrier Reef, wird gerade unter Wasser fotografiert, da etwas zu tun, also gerade in dem Bereich. Das andere war vorhin, kann man das eigentlich rausfischen, war so die Frage. Weiß ich nicht. Allerdings sich da auf den Weg zu machen. Also ich habe letztes Jahr den Herrn Detloff angerufen, er hat gesagt, du spinnst. Du wirst Lebewesen in dem Bereich umbringen und du wirst da ganz schlimme Sachen tun. Wir kennen diese ehrenrührigen, tollen Designkonzepte von Eli Ahovi und so weiter. Das ist wirklich toll gemacht. Sieht super aus. Und wenn man das dann durchrechnet, dann ist es erstens ökonomisch ein absoluter Super-GAU und zweitens ökologisch wahrscheinlich auch ein Super-GAU. Aber da trotzdem dann diese Leute zusammenzunehmen an der Stelle und zu sagen, komm, lass uns da hin. Also es gibt auch die Sage, wenn du eine gute Idee haben willst, hab viele Ideen. Also überhaupt erstmal da sich zusammenzutreffen und zu sagen, lass uns an der Stelle weitergehen und lass überhaupt miteinander auch da die kritischen, also wirklich dieses Sparring zu haben, zu sagen, ich habe keine Ahnung von dem, wovon Sie Ahnung haben. Ich arbeite von meiner Seite als Ingenieur und als Designer. Und ich kann dann nur sagen, ich nehme alles, was ich hier habe, ich nehme meine Idee als Innovationsmanager, wie man auch Geschäftsmodelle. Die Frage war, wie teuer ist das denn an der Stelle? Ich habe mal das eine durchgerechnet, das andere durchgerechnet und habe dann festgestellt, naja, man kann das schon um einiges günstiger machen. Nur ich weiß immer noch nicht, ob man dabei nicht irgendwie um die Tiere ob man die Tiere dabei noch schützen kann. Das ist genau diese perverse Diskussion, vor der man sich dann nachher findet. Und das gerade, dass das nicht passiert, das zu diskutieren, wie kommt man davor? Ich habe gehört auch, wenn man einen vergifteten See hat, dann muss man den erstmal komplett irgendwie mit allem, was da ist. Aber diesen Weg will ich heute noch gar nicht denken. Ich will erstmal langsam da vorangehen. Herr Schneider, es ist natürlich auch so, oder es erinnert mich etwas an eine Diskussion, die wir auch in den 90ern hatten, wo es um die End-of-Pipe-Technology ging. Also wo wir geguckt haben, wie wir die Abgase aus den Schornsteinen weniger Schadstoff intensiv gestalten. Es geht natürlich bei diesem Plastikthema vor allen Dingen aus meiner Sicht auch darum, wie können wir einen bestimmten Lebensstil gestalten, der nicht dieser Ex-und-Hop-Konsumgesellschaft entspricht. Und ich denke, da haben wir natürlich einen Vertreter, der hier auch fehlt heute. Ich finde, dass wir schon natürlich darüber auch mit Produzenten und mit Wirtschaft sprechen müssten. Ich denke, wir sind gut besetzt, aber das ist ein Partner, der hier heute am Tisch noch fehlt, weil Plastik ist natürlich einerseits gut nachgefragt von den Verbrauchern, weil er einfach so wahnsinnig praktisch und billig ist. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Stoff, der produziert wird. Und ich glaube,
diese Veranstaltungsreihe wird dazu beitragen, auch Ihnen einen Eindruck geben, dass es mit anderen Materialien ähnliche Produkte geben kann. Das heißt, dieses ganze Thema Produktdesign und Produktionsentwicklung lassen wir heute ein bisschen außen vor, wird aber sicherlich ein wichtiges sein, was man erwähnen muss noch bei der Lösungsfindung. Ich würde jetzt gerne das so machen, wir haben nämlich jetzt schon 8:55, dass wir noch einmal ins Publikum geben und dann noch eine kurze Runde machen im Sinne von, was kann jeder Einzelne tun. Einverstanden? Und jetzt würde ich gerne erstmal denen, die sich noch nicht gemeldet haben, das Wort geben. Und wenn Sie mögen, sagen Sie auch gerne Ihren Namen. Das habe ich am Anfang nicht gesagt, das finde ich aber für uns alle immer ganz hilfreich. Genau, da eine und dann hier und dann rechts. Eine Dame. Ja, danke schön. Mein Name ist Robert Kless. Ich habe eine Frage auch in Richtung Handlungsoption. Und zwar vor einiger Zeit wurde sehr stark, insbesondere von der Industrie, sogenannten selbstabbauendes oder biologisch abbaubares Plastik beworben. Alles, was ich darüber weiß, ist, dass es eher sehr kritisch zu sehen ist. Und ja, vielleicht wäre das ganz interessant, dazu noch mal kurz was zu hören, ob das eine Handlungsoption sein kann oder nicht. Danke. Okay, kann dazu jemand konkret was sagen? Also es geht darum, dass es auch sowas gibt, so Plastiktüten, wo dann draufsteht, mal eben gucken, kompostierbar. Ich glaube, sowas meinen Sie. Genau. Kann jemand was dazu sagen? Okay, dann erklären Sie uns den Unterschied. Ja, man kann Plastik aus verschiedener Weise herstellen. Man kann es aus biologisch nachwachsenden Rohstoffen herstellen, also biologisches Plastik. Und man kann Erdölplastik herstellen, was kompostierbar ist. Mhm. Es ist immer noch Erdöl, aber es wird dann von Bakterien abgebaut. Ich kann jetzt aber nicht erkennen, ob die aus Malzstärke oder aus Erdöl hergestellt ist. Oder? Steht das drauf? Die ist aus Mais. Das können Sie... Das im Übrigen, das, also die Chemie von Plastik, die ist ja unterentwickelt, in der, sage ich jetzt mal fast, obwohl es 20.000 verschiedene Stoffe gibt, aber es gibt eben halt keine, bis jetzt keine richtige gute Chemie, die uns Plastik liefert, was nach 25 Jahren in biologisch abbaubare Stoffe zum Beispiel sich selbst zersetzt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, erstmal vielleicht, weil die Uber-Studie ist, glaube ich, die beste Antwort für... Okay. Auf jeden Fall ist es so, dass Bioabbaubarkeit an Land unter gewissen Umständen, das sind also Vorgaben, wann Mikroorganismen aktiv werden, bei einer gewissen Feuchtigkeit, bei einer gewissen Temperatur, unter gewissen humiden Umständen, das ist im Meer alles nicht gegeben. Also wenn man verhindert, dass diese Tüte überhaupt erst ins Meer... Zeit schlafen zu gehen, überhaupt erst ins Meer gelangt, dann ist es sicherlich gut, mehr auf Bioabbaubar zu setzen. Aber im marinen Umfeld nützt uns das rein gar nichts, weil sich nämlich unter den kalten, dunklen Bedingungen ohne mit Sauerstoffabschluss die Tüte genauso langsam zersetzt wie konventionelle Plastiktüten. Und Stärke, also das Exemplar oder andere lebensmittelbasierte Stoffe, treten natürlich immer die Diskussion um Nahrungsverfügbarkeit los, die auch ein sehr weites Feld ist. Ja, ganz kurz, also wie gesagt, für mich ist dann irgendwie diese Diskussion um Bioplastik oder so auch wieder so ein bisschen Symptomatik und trägt nicht dazu bei, irgendwie das Problem zu lösen. Und man muss sich ja gucken, wie diese Tüten sich jetzt verhalten, wie sie auch entsorgt werden. Wie gesagt, die Kompostierbaren, die kompostieren sich nur wirklich unter Laborbedingungen. Also wie gesagt, wenn man dann einen Düngemittelhersteller fragt, irgendwie, was machst du denn irgendwie mit diesen Plastiktüten, die jetzt auf dem Kompost landen, dann werden sie da rausgefiltert und rausgeworfen. Wenn die aber mal versehentlich zum Beispiel in den grünen Punkt geworfen werden, dann werden sie auch rausgefiltert und weggeworfen und verbrannt. Also wir haben kein Erfassungs- und Verwertungssystem für diese Form von Tüten. Und deshalb ist Bioplastik für mich auch, wird immer ein Nischenprodukt bleiben. Ich kann jetzt nicht abschließend beurteilen, ob es nicht Bereiche gibt, wo das Sinn macht, aber das wird sicherlich das konventionelle Plastik nicht ersetzen können. Und wenn wir eben in diese Diskussion mit der Nahrungsmittelkonkurrenz treten, wir haben da einen Rattenschwanz von Umweltproblemen, denn diese Sojafelder, Maisfelder oder so, die wir brauchen, die wachsen ja nicht bei uns, sondern die werden in Entwicklungsländern angelegt, es werden Regenwälder gerodet, wir haben gentechnisch veränderte Organismen, die zum Einsatz kommen, wir haben ein Wasserproblem, wir haben irgendwie Bodenverarmung. Also wie gesagt, das ist mit Sicherheit nicht der Weg, irgendwie unser Plastikproblem zu lösen.
könnten wir eigentlich wieder fragen, was machen wir denn dann bei dem Thema? Wir etablieren Kunststoff als Wertstoff und verpacken unser Lebensmittel nicht mehr in Plastik. Also der Mensch hat wieder das Gefühl, dass er was Wertvolles in der Hand hat und sorgt sich auch für die Entsorgung. Im idealen Fall. Ja, das wollte ich auch noch nachfragen, ob das wirklich so ist. In China sollen sie verboten sein, ist das so? Ja, ist so. Es gibt mehrere Länder, Bangladesch, China, auch Frankreich, Italien. Es gibt große Städte, San Francisco. Es wird manchmal noch unterschieden zwischen ganz verbieten und die kostenlose Abgabe verbieten. Also, aber es gibt da alle Ebenen von Plastiktüten verboten. Aber ist es wirklich so, in ganz China kann ich also nicht mit einer Plastiktüte einkaufen? Oder ich bekomme, wenn ich einkaufe, keine Plastiktüte? Also man muss unterscheiden zwischen den langlebigen Plastiktüten und diesen kleinen, dünnen, die beim Gemüseverkauf und so. Und die sind komplett verboten, meines Erachtens, in China. Und die anderen sind kostenpflichtig. Es gibt jetzt ganz viele Wortmeldungen, die ich habe. Genau, jetzt. Ich bin Julia Hämer und ich würde gerne die letzten Minuten noch dazu nutzen, um einen Wunsch zu äußern an das Podium vorne. Abgesehen von dem Wunsch, dass die Wissenschaft sich darum kümmert, was für Konsequenzen Mikroplastik und Plastik generell hat, bin ich als besorgte Biologin, Konsumentin und Bürgerin, wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, dass ich, obwohl ich mich schon seit 2 Jahren mit Plastik beschäftige, hinten auf die Verpackung von Zahnpasta, Peelings, nicht erschlagen werde von den Ingredients, die ich da finde und nicht verstehe. Also welche Copolymere lösen sich im Wasser auf und welche schaden der Umwelt? Also dass ich Polyethylen nicht in meiner Zahnpasta wiederfinden sollte, weiß ich inzwischen. Aber was ist mit Alkyl, Acrylic, Copolymer? Ist das schädlich? Können wir da mehr, Öffentlichkeitsarbeit fördern? Ich gehe in den Laden und suche Produkte, die nicht eine Plastikverpackung haben. Und inzwischen finde ich sogar die Marmelade, die seit eh und je gut aufgehoben ist in Glas von Schwartau, mittlerweile in festen Plastikverpackungen. Warum? Also wo sind da die Richtlinien? Und als letzten Punkt habe ich mich jetzt im Rahmen meines Forschungsprojekts damit auseinandergesetzt, wie Kläranlagen funktionieren. Die haben einen Rechen, der nur bis 10 mm alle Feststoffe aus dem Wasser rausfiltert. Und wir wissen doch, dass Mikroplastik kleiner als 5 mm ist und Fasern von Klamotten natürlich noch viel kleiner sind. Und das geht jeden Tag massenweise in die Flüsse. Wo sind da die Richtlinien? Also hat man eine Chance jetzt in der Politik und auch in den NGOs da sich Strategien zu überlegen, das irgendwie zurückzuschrauben? Das ist mein Wunsch und meine Frage eigentlich. Ganz ehrlich, das waren tolle Handlungsempfehlungen, tolle Ideen, die man eben in diesen Prozess einspeisen muss. Aber ehrlich gesagt, eine Frage an mich habe ich da nicht so richtig gesehen jetzt. Ob die Politik und NGOs in Gemeinschaft wirklich an die Industrie herantreten können und sagen können, Schwartau, bitte benutzt weiterhin Glas und ihr Kläranlagen, sucht euch effektive Methoden. Genau, das findet statt, wie Onno ja vorhin schon gesagt hat, irgendwie, dass es Initiativen von Umweltverbänden gibt, zum Beispiel an die großen Produzenten zu gehen und sagen, sie sollen auf diese Kunststoffadditive in Zahnpasta, in den Peelings und so zu verzichten. Aber das ist natürlich ein langer Weg, irgendwie den zu gehen. Also wie gesagt, es gibt diese Option, das findet statt, aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen, wie lange das dauert, bis die wirklich, ich meine, das ist immer, im Endeffekt hat der Konsument da auch, wenn wir uns alle einig sind, diese Produkte nicht mehr kaufen, auch wenn es schwierig ist, die Inhaltsstoffe irgendwie kleingedruckt auf der Rückseite zu erkennen, dann würden die sicherlich auch vom Markt verschwinden. Aber ich glaube, die wenigsten von uns sind so konsequent wie Sie, dass sie da wirklich im Supermarkt genau sich anschauen, wie was sie da kaufen. Oder auch das Wissen reicht vielleicht noch nicht aus. Aber also ich denke, das ist dann immer das beliebte Ping-Pong-Spiel. Der eine sagt, was der Einzelne tun kann, der andere sagt, was die Politik tun muss. Und wie in anderen Umweltfeldern wird es auch wahrscheinlich hier so sein, dass wir immer einen Instrumentenmix benötigen. Wenn wir sehen, wie ein Pfandflaschensystem, was gut funktionierte, abgeschafft wurde und mittlerweile jeder Zweite, der eine Flasche kauft, mit Pfand denkt, er, dieses sei eine Flasche, die wieder befüllt würde. Und wir im Moment ja die Situation haben, dass die Recyclingquote oder der Anteil von Einwegflaschen kontinuierlich steigt. Der sieht auch diese Mischung, dass Politik einerseits etwas Gutgemeintes wollte,
Verbände sehr stark dafür auch das unterstützt haben und unterstützen, dass ein Mehrwegsystem eingeführt wird, dass aber andererseits der Verbraucher mittlerweile so verwirrt ist, dass er denkt, jede PET-Flasche, die er kauft, würde auch recycelt. Dass das gar nicht so ist, sondern dass mittlerweile nur noch ein Drittel des Mineralwassers in wiederbefüllbaren Glas- oder PET-Flaschen verkauft wird, wissen nur wenige. Und von da. Aber das kann jeder wissen. Wenn es knistert, dann nicht. Ja, es kann jeder wissen, genau. Frau Werner? Ein kleines Plädoyer. Politik ist auch nicht gleich Politik. Ne? Es gibt also, fühle mich durchaus auch der Politik angehörig. Und wir greifen all das auf, wir denken das alles durch. Wir wollen das natürlich in die Maßnahmenprogramme einspeisen, die wir jetzt zu entwickeln haben. Es gibt aber auch eben ein großes Lobbying in Brüssel. Und irgendwann werden wir an den Punkt kommen, dann werden wir uns die Frage stellen, wir wussten bisher nicht, dass dieses Material so desaströs ist. Wir werden es nicht produzieren können, as usual. Wir müssen irgendwann grundsätzlich daran, sind die Umweltauswirkungen schlimmer als der Nutzen, den wir davon haben? Und die Frage müssen wir uns alle stellen, als Mensch, die wir diesen Planeten noch bevölkern wollen, die nächsten Jahrhunderte. Das hat schon Ansatz von einem Abschlussplädoyer. Und die Zeit ist reif. Wir haben 8:55. Das ist leider so. Gute, spannende Diskussionen gehen manchmal zu Ende. Ich weiß, die Teilnehmer sind noch die nächsten 25 Minuten da. Ja? Nicht so ganz. Also einige Züge fahren schon. Also ich denke, so eine Viertelstunde können wir vielleicht noch bilateral auch diskutieren, sodass wir das jetzt hier vorne abschließen. Sie sind herzlich eingeladen, sich einen Teil der Ausstellung noch anzugucken. Um 21 Uhr ist der Rahmen beendet. Das heißt, dann würden wir Sie bitten, das schöne Museum zu verlassen. Es ist etwas schwierig, jetzt aufzuhören. Wir haben festgestellt, wir sind mittendrin. Man kann sagen, nach 30 Jahren haben wir das Thema wieder aufgegriffen. Jeder von uns kann politisch aktiv sein, kann sich selber in der täglichen Entscheidung überlegen, wie er etwas anders machen kann. Frau Schulze, die Direktorin vom Museum, hat eingangs sehr schön geschildert, dass mit dieser Ausstellung verbunden sich die Mitarbeiter überlegt haben, hier des Hauses, wo sie selber etwas verändern können und die übliche Plastiktüte, die sonst hier ausgegeben wurde und wird, wurde, wenn Menschen mit Regenschirmen hier reinkommen, ist schon gestrichen worden. Ich finde, das ist ein Dank und ein Applaus wert an dieses Haus. Dank gilt natürlich auch den Diskutanten hier vorne. Sie haben geballte Kraft erlebt. Es wird weitergehen in dieser Veranstaltungsreihe. Gemeinsam mit der Michael-Otto-Stiftung werden Sie 6 weitere Diskussionsforen erleben können. Am 24. Januar um 19 Uhr wird das Thema im Mittelpunkt stehen. Was macht der Müll im Museum? Design, Museen und Nachhaltigkeit. Das wird vielleicht ähnlich spannend für Sie werden und weitere Themen folgen. Haben Sie vielen Dank. Sagen Sie, dass diese Veranstaltung noch bis zum 31. März weitergeht und beflügeln Sie viele Menschen, hier reinzugehen. Danke Ihnen.